Kämpft! Stark. Das ist so bescheuert. Islam, gut. Super! Islam, gut, Islam. Oh mein Gott, ja, Islam, du nicht den Rücken zukehren! Was? Rein, 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 Breitenberg! Rein! Dorfdrottel, Oh mein Gott, Assalamu alaikum, mein Bruder. Bruder, also offiziell Breitenberg Dorftrottel, ne? Ey, meine Fresse! Kato, du Fettsack! Oh, die nehme ich aber, Breitenberg. Vielen Dank, Bro. Medi. Und Breitenberg, kann ich mich bei euch Bruder, ich hab grad 70 Subs wegen dem Bastard verloren, ja? Alter! Das ist hart, Digga, das ist hart. Das ist echt hart. Satan mit eingiftet. Vielen Dank, Bro. Vielen Dank, Bro. Okay, ich gifte gleich, ja? Nee. Ja, gleich giften. Ja. Ich hab doch auch direkt gerade gemacht. Live Police Chase. Okay, Monte, welches Level bist du? Okay. Meine lieben Freunde, wir haben eine Live-Verfolgungsjagd aus Amerika. Wir sind in Baltimore. Was ist Baltimore? Sky One, ey, das ist das erste Mal nicht aus Los Angeles, oder? Ist es Los Angeles? Was geht hier ab? Polizei ist direkt hinter ihm. Sagt ihr Eli Bescheid, ich bin im Discord. Oh mein Gott, die Polizei! Hat die versucht... Oh, Digga, das geht direkt ab. Ach du Kacke, Digga, das geht instant ab. Ach du Scheiße, es geht übertrieben ab direkt. Was ist das für ein Auto? Ach so, was geht ab YouTube? Wir haben mal wieder eine Live-Verfolgungsjagd aus Amerika. Er hat nur noch ein Licht. Es wird mal wieder Zeit, euer Lieblingsformat. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier auskommt. Aber es geht schon instant ab, also... Polizei ist direkt hinter ihm, mehrere Polizisten. Ich habe das gerade gesehen. Mein YouTube. Komm. Bitte keine L-Verfolgungsjagd. Komm, gönn. Oh, das ist auch ein bisschen gefährlich, wie der fährt, ne? Aber man merkt, er hat keinen Plan, der weiß nicht wohin, ne? Hat der Homicide gesagt? Was heißt Homicide? In welchem Sinne Homicide? Oh, Digga, der hat schon Unfall gebaut. Mörder? Ja, weiß ich nicht. Ei, die versuchen ihn sogar zu pitten. Alter! Digga, ey, hinter ihm ist nicht mal so ein normales Auto, sondern so schwarze Vans. Digga, das ist eine ernste Geschichte hier gerade, ne? Es kann wirklich ein Mörder sein. FBI? Ach du Scheiße. Kein Ton, der redet gerade nicht, Chat. Ach, guck mal, wie er fährt. Ich glaube, ich sag, er fährt in eine Sackgasse. Also, ich sag euch ja, ich bin dafür, dass er gepackt wird auch, ne? Wenn er wirklich eine Familie getötet hat. Okay, die versuchen wieder ein Pitmanöver, glaube ich. Okay, er ist unter einer Brücke. Er hat nur noch ein Licht einfach. Heading back towards city. Oh nein. Er wird gepittet. Er wird gepittet. Oder? Ach du Scheiße. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp gerade, ne?
Alter, ja, ich früher oder später wird der gepittet, aber guck mal, wie schnell das Auto ist. Oh, smart. Smart. Nee. Ist er in Dings reingefahren? Ach du Scheiße. Nee. Seine Reifen leben noch. Okay. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wie kann er da einfach so dazwischen fahren? Was machen die Cops? Oh, der fährt auf Wasser. Auf irgendeiner Brücke. Ey, das ist die von GTA! Oh, aber Digga, der zieht auch ordentlich durch, ne? Der hasse, also ich sag, der fährt so 150. Über Rot, das juckt die nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Polizei direkt hinter ihm. Digga, der fährt wirklich wie GTA in Real Life, ne? Eieiei. Eieieiei. Also ich bin im Discord, wenn jemand kommen will, ne? Das ist wirklich, also das ist eine Close, jetzt Autobahn? Autobahn? Digga, eieiei. Okay, da fährt ein Van vor ihm. Es versucht ein Van vor ihm zu... Ei, er ist im Sandwich! Ah, nee, doch nicht. Ah, nee, doch nicht. Alter, zwischen einem LKW ist heftig. Alter, was geht hier ab? Holy cow. There's a bunch of cars down there that are wrecked. Licht ist kaputt, ja, ich weiß. Also vorne ist nur noch... Also der hat schon ein, zwei Unfälle auf jeden Fall gebaut. Guck mal, sein Licht da vorne und vorne rechts ist, glaube ich, auch irgendwie... Ist auch sehr gedämmt. Oh, jetzt, das war's. Oh mein Gott. Eieiei, wie die durchziehen. Boah, die ziehen beide heftig durch. Ich würde gerne die Anzeige sehen, wie schnell sie gerade fahren. Well, right now we're working our way southbound the BW Parkway from I-95. This chase has been rather interesting as far as the police involvement in there. Right now we have about 5 or 6 cars behind this suspect. 5, 6 Wagen hinter ihm. And I'd like to take and give you a little bit more. Verdacht auf Totschlag. BWI, we're going to continue sending pictures to you guys. If the anchors want to kind of take this, oha. I'm going southbound BW Parkway, and I've got to start talking to the tower down here, because it looks like we're getting so close to their airspace. Ay-ay-ay. That they're going to need assistance in dealing with traversing the air traffic. Ay-ay-ay. I just don't know if it's going to head down towards DC or if it's going to head towards the Beltway. Eieiei. Oh, Bruder, aber das kann gefährlich enden, sage ich, Digga. Weil ich sage, der wird um Biegen und Brechen nicht aufhören zu fahren. Ich sage, es wird in einem Pit-Manöver enden. Ich sag, das könnte richtig scheppern hier. Weil beide, also der fährt richtig, 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 richtig respektlos. I'll keep you advised as to what the suspect heads, if he hits the Beltway or if he hits that new southbound. But this is a homicide suspect that we're working with police on getting it. And I think right now we went to a flight of 2. Fox had to go get Scheiße. It.
Okay. Was ist denn das für ein Kombi? Frage ich mich auch. Mach mal Untertitel, geht das, Bruder? Ich glaube nicht, dass Untertitel geht bei dem, wie der redet, Digga. Der nuschelt einfach. Oh, oh, er fährt raus, er fährt raus. Er fährt raus, kann ein Fehler gewesen sein. Oh, 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 er fährt auf dem Rad. Nein! Eieiei! Ey! Was macht der? Ach du Kacke! Der fährt wie ich im Mario Kart. You didn't pay attention. I said we called it as a flight. Ach du Kacke. Ey, der will aber auch nicht aufhören, ne? Der will aber auch nicht aufhören, Digga. Der will aber auch nicht aufhören. Es sind 5-6 Polizeiautos hinter ihm. Oh, da ist eine Kolonne. Ja, ja, man sieht's. Ich frage mich aber, was in seinem Kopf vorgeht. Denkt er wirklich in seinem Kopf, der schafft es da weg? Das würde ich gerne wissen. Als wenn er in seinem Kopf denkt, der schafft es da weg. Oh, oh. Niemals? Okay, okay, ich glaube, es wird gepittet. Ich glaube, es wird gepittet. Ja, es wird gepittet, glaube ich. Oh mein Gott. Das andere Auto fährt vor ihm. Smart, er ist im Sandwich. Oh, er hat's rausgeschafft. Eieiei. Eieiei. Ei. Ei. Ananisikim. Ey. Switch, das ist alles, RP. Oh mein Gott, er steckt dagegen. Der hat noch einen Beifahrer? Ist eine Frau? Nächstes Mal. Oh mein. Digga, was machen die mit ihm? Ach du Scheiße. Northbound. BW Parkway, northbound 295, north of 695. Between 695 and 895. Right, we're ready. Bruder. Ach du Scheiße. Digga, das war das erste Mal, dass wir 4 Sterne gesehen haben, ne, glaube ich? Der ist anscheinend richtig wichtig. Okay. Ach du Kacke. Der wurde gepackt. Yes, they have been able to apprehend the individual. This is northbound 295, the BW Parkway. Eieieiei. 895 and the Beltway is where they were finally. Haben die zwei? Other agencies able to take this individual out as far as stopping the vehicle. He ended up being pitted by a cruiser. Looked like state police. Zwei Leute, okay. In the process of assisting with this apprehension that we have here. But if we pull out, we're going to show you a picture of just how many police cars are here at the scene. And how the roadway is pretty much blocked just due to this law enforcement activity that happened in Baltimore City. Ended up going through several districts of the city, almost all the way down here to BWI Airport, and then working its way back towards Baltimore City when other agencies were able to assist Baltimore City with the apprehension of this individual. Now, northbound, the BW Parkway is going to be shut down for a while. While they deal with this, until they're able to retrieve this vehicle
retrieve any evidence that may be involved. Alternate route, obviously, is take the beltway around to circumnavigate this area. We can also tell you that we saw numerous accidents involving this vehicle where other civilian vehicles were involved. And we saw a lot of emergency. Digga, ich sag ehrlich, die Cops haben hier den King-Modus aktiviert, ne? So we're still trying to get more on this. We don't know exactly where the homicide took place, but as we get more and able to narrow it down, we should be able to take and give you more information and better detailed information. Sheesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Digga, locker 25 Polizeiautos. Locker 25 Polizeiautos. Der wurde gepackt. Der wurde offiziell gepackt. Das war's mit ihm. Das war's mit ihm, Freunde. Das war's mit ihm. Digga, ich glaube, das hat nicht mal für ein YouTube-Video gereicht, ja. Das hat nicht mal für ein YouTube-Video gereicht, ja. Ich kann das nicht, Digga. Wollen wir so kurz eins machen? Bruder, ich hab keine Chance. Ich hab gesehen, wie du schlägst. Du machst dieses Ding. Willst du ein 1 gegen 1? Was, das macht doch keinen Sinn. 2 gegen 1 ist wichtig. Das geht, glaube ich, 3 gegen 1 geht nicht, das ist nicht machbar. Ah! Was macht der Wort da? Oh, da ist er Eli, der Gönner. Ich danke was dir. Was heißt rechts, links, rechts, links? Er macht irgendwie. Digga, ich konnte keinen Schlag gegen Kato setzen. Guck mal, Kato hitte ihn mal so. Eli, das war eklig gegen ihn. Ey, warum kriegst du nicht so viel Knockback? Warum? Bruder, weil du mir 70 Subs gekostet hast. Okay, kann, warum? Dann kann ich verstehen, okay, dann kannst du mich töten, Digga. Eli ist am Laggen, deswegen kriegt er kein Knockback. Digga. Oh, Eli hat viel Balken. Hä? VW würde 2 gegen 1 wieder schaffen. Nee, ich glaube, es wird. 2 gegen 1 ist schwer, wenn 2 gleichzeitig drauf geht, fast gar nicht klar. So, ich mach meine Kaktusfarm weiter. Gib mir ein paar Wochen, dann bin ich ja da. Kaktusfarm ist das Geilste, dachte, was es gibt. Ach, willst du 2 gegen 1? Ich will es probieren, aber ich kriege halt aufs Maul. Ja, okay, egal, komm. Komm, Edi, wir klappen mein Level nicht verlieren. Ich hab keinen Fall, scheiße. Was sagst ist? Du? Ich lass mein Totem. Wenn mein Totem poppt, ist vorbei. Wie? Nein, gib mir dein Totem, Digga. Oder soll ich geb dir den Level. Soll ich mir den Death einfahren? Im 2 gegen 1 gegen euch. Ich sag dir ehrlich, wenn du schon verlierst, dann richtig. Ja, wenn du verlierst, dann richtig. Ich brauch goldene Karotten. Isa, das war MLG-Schuss, ne? Es war sehr schöner Schuss. Ey, Isa, haben unsere Panda-Fantasie gemacht? Ja, wir haben schon 3. Also, wir haben jetzt 5 Pandas oder so. Achso, okay. Aber wir kriegen die ganze Zeit das gleiche Panda, deswegen hole ich ein neues. Okay. Rohat, yeah. Was ist mit den Naschis? Achso, ja, ich geb's dir. Ah, ja, ich geb die Naschis. Chat, schaut mal, wie schön. Sehr wichtig, die Naschis. Nimm deine schaut mal. Naschis, Digga. Und er meint nicht die Kingkens Naschis. Also, ich muss ehrlich sagen, liebe Minecraft-Community hier, ich find's ein bisschen öde momentan. Also, ich find's öde, weil man nichts kaputt machen kann, ohne dass direkt gesneakt und gepetzt wird. Ja, hä, was ist ja, fühle ich, aber ich fühle das. Ich finde das richtig du scheiße. Kannst, du kannst auch mal kurz Coolcam machen und Dings, so mache ich das auch mal. Dann mach was kaputt. Ja, aber, nee, ich dachte, aber dann, wird direkt rüber gesneakt und hier Monte da. Ich sag, das wir machen diese Regeln wieder okay, weg, komm, aber komm. Wir übertreiben warte, nicht. Ihr müsst rübergehen. Ja, Abo, weil du nichts zum Sprengen hast. Du hast doch nichts zum Sprengen. Ich baue doch wieder was auf. Ich baue doch wieder was auf, Jello. Ja, okay, lass ich machen. Will wieder mein Haus bauen, mein Wikingerhütte wird wieder. Geht rüber. Okay, komm, lass auf Fabo. Und jetzt. Okay, warte, aber er geht rüber erstmal, ein bisschen Abstand. Sagt ihr Video auf 0,75 Geschwindigkeit, so wo ich in Slow-Mo rede und dann hochladen? Oder Eli gewinnt. Guckt doch niemand zu. Die guckt doch niemand zu. Okay, los. Ich sag, Eli und Abo gewinnt. Elo und Abo, ja. Wer wettet mich gegen mich? Jetzt schon verloren, beide. Wie? Ja, weil die nicht zu zweit auf ihn gegangen sind. Eli, unterstütze ihn! Schnell! Das ist crazy. Er ist vorbei. Ich muss mich heilen. Er hat einfach richtig geschissen. Nochmal. Ich dachte, er geht auf mich. Ist aber das nicht. Wisst ihr, was ihr falsch macht? Ihr müsst zusammen raufgehen, weil wenn ihr zusammen raufgeht, habt ihr keine Chance. Aber ihr habt euch 1 gegen 1 ficken lassen. Sei nicht hey, sauer, Kato, weil wir gegen dich gewonnen haben. Komm, um 10er Sub, kämpft gegen die beiden. Die haben gerade verloren gegen uns. Die haben gerade gechoked, Ja, aber weil du aufgehört hast, auf mich zu rennen. Ich wollte mich kurz heilen. Okay, komm. Hast du alles, Jello?
Ja, ja. Okay, komm. Warte. Wo kommt die Musik her? Bereit? Beide wie eine Wand rennen wir jetzt dagegen, Jello. Okay, okay. Eins. Drei, zwei, eins. Egal, was passiert, wir gehen rauf. Warte, noch nicht, ich muss essen noch. Hallo, Elite, stillt. Ich bin noch nicht voll. Komm, Fehler, ich vermute. Wir eins gegen eins. Nein, ich sag okay, Elite und Abo gewinnen um 10 das ab. Okay, nee, komm. Ich sag auch, die gewinnen. Okay, komm. Jetzt werde ich gejumpt, ich werde gepackt. Ah, ja, gut, nicht mal. Was denkst du, wenn du bist? Wie viel Leben hast du? Wenn man zusammenruft, geht, hat man keine Chance. Gib mir mal Rüstung wieder. Warte, komm her, ich hab noch diese Totendinger von dir. Wo bist du? Verbrenn mich! Wie viele Herzen hattest du, Eli? Ich hatte noch 4 oder so. Ich hatte auch 4, 5 oder so. 4 oder 5. Sorry, war auszusehen. Mir fehlt noch Hose und Helm. Hier ist eine Hose. Oh, sorry, Fabo. Fabo, gib mir Wasser. Fabo, sag sorry, Fabo, hier sind 300 Pfeile. Rohr, willst du auch? Rohr, willst du auch mal rasiert werden? Wir beide? Jared, ja, du hast keine Abo Chance. Abo und ich gegen dich. Oh, das ist anstrengend. Ja, du zählst, du bist so stark wie Fabo, du musst gegen uns beide. 2 gegen 1 hat man keine Chance. Das kriegst du hin. Ja, wieso? Ihr habt vorhin nur gechoked, weil ihr getrennt wart. Ihr habt 1 gegen 1, ihr habt Fabo euch 1 gegen 1 kämpfen lassen. Wenn ihr zu Seite 2 drauf geht, die ganze Zeit hat man keine Chance, ja, das ist unmachbar. Das ist over. Vor allem, wenn die das bisschen checken. Ja, Fabo hat vorhin 2 mal 1 gegen 1 gemacht gefühlt. Ich hätte die packen können, ich hab 2 daneben geholt. Das heißt, rein vom Ding her, obwohl, die bauen sich ja dann. Wenn du bauen kannst. Mit Netherite ist was anderes. Ich geb mir Lava einmal noch extra dazu und ihr seid beide tot. Wenn ihr. Ja? Ja. Ja, dann ja. Dann ja. Mit Schild sind wir auch tot? Ich glaub schon. Es ist ja nur aufeinanderrennen mit Ding. Er gibt doch Fabo Schild einfach, damit er 1 gegen 2 kämpfen kann. Ordentlich. Ja, wenn ihr mir ein Schild gebt und ihr keins habt, habe ich zu 100% gewonnen. Okay, gib ihm halt kaputtes Schild. Ja, aber wir können ja auch nicht abblocken. Nein, wir machen so. Oder ich gebe ihm ein Schild, mit dem er maximal 3 Hits aushält. Oder du bist einfach ruhig, weil du die ganze Zeit verloren hast. Hier, da unten. Das Ding ist kaputt, glaub mir. Ey! Ein Ding blocken. Rohat, du bist so schlimm von da oben. Was ist mit Dings da? Wollen wir mal einen Bogenkampf machen? Oh, geil. Das wäre viel geiler als nur das. Wir müssen hier auch noch so Hindernisse auf die Map bauen und so. Das ist ein bisschen zu flach hier unten. Lass mich in Ruhe, Rohat, Mann! Was haltet ihr von einem Bogenkampf? Hätte ich Bock. Ja, PP. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben hier keinen Bogen. Ja, doch. Wir können uns ganz normal einen Holzbogen. Ja, wir brauchen 10. Nee, ich dachte, du bist. Fäden. Ich dachte, du bist hier. Ja, warte, ich hab Faden. Ich hab Faden. Ja, aber Spaß oder den Diamant? Ja. Ich will zu meiner Kaktusfarm. Ich hab 2 Faden, Jungs. Ich hab voll viele Faden. Ich hab 52 und Faden. Und okay, komm. Eli und Fabo gegen Rohat und Abu. Okay, komm. Aber wir dürfen beide Schilder benutzen. Ja, warte, ich muss kurz meine Sache in die Kiste hier packen. Okay. Ich und wer? Schilder. Ich und Fabo oder Rohat? Hat einer eine Kiste Holz oder so? Okay. Rohat, komm runter. Hat einer eine Kiste? Ah, hier. Ja, warte, hier ich komme. Ey, ich kann Bogenkampf machen. Ich kann Bogenkampf machen, 2 Bogen. Was sagt ihr? Gib mir mal Equipment. Hat einer Equipment? Ich kann dir meins geben. Geh mal her. Wisst ihr auch, ich hol mir ein bisschen Eisen. Ey, du fightest doch. Ey, ich? Was? Wen? Fabo und du, Fabo und Dings, Eli gegen mich und Abu. Ach so. Ist hier noch Eisen irgendwo? Okay. Ey, ich hab noch Rüstung hier. Ey, Quacko! Okay, ich bin da. Der Verquackte. Ey, Quacko, der Quackige. Okay. Wie mache ich 2 Bogen jetzt? Geh mal. Wer jetzt gegen wen? Ich und Abu, ne? Komm, aber lass auch in die Ecken rein. Komm her. Ja, wir gehen, komm. Ist da noch was? Mach den Bogenkampf. Ich hab jetzt 2 Holzbogen. Und sehr viele Pfeile, das reicht. Ich hab nur Schwert. Fabo, wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Komm. Okay, auf 3. Nee, chill mal. Guck mal, wie ernst Fabo macht, Digga.
Der Mann, ich will halt voll essen sein, einfach. Ey, wir müssen die Klappen rot. Ja, machen wir. Es ist keine Äpfel, warum? Komm. Okay, bereit? Eli, wir müssen auf einen. Ich bin ready. Okay, ja, warte kurz. So, drei. Lass zuerst. Lass auf Abu. Drei, zwei. Ja, okay. Eins, los. Geh auf Eli. Abu, hilf mir. Fabus weak. Eli, lauf! Du musst Eli töten. Ja, jetzt vorbei. Ja, okay, Fabo. Okay. S. Dieses Essen ist voll verquatscht. Abo hat mich gut so, ja, gut so. Oder wie, auf wie viele Ersten war Fabo? Bei oder eineinhalb sogar. Also oh mein Gott. Ja. Also lass mal so machen. Bruder, die sind beide nur auf mich gegangen. Ey, lass mal so machen. Einer mit Schwert und einer mit Schild. Ich, mit Bogen. Ich habe zwei Bogen. Legt Sprinten auf G, auf R. Du musst kann, jemand, kann, man, ey, kann man hier irgendwie Breitenberg auch muten oder so? Geht das? Ey, gib mir mal meine Rüstung wieder. Ja, mal die Schnauze. Gib mir meine Rüstung. Ich hab, glaub ich. Das ist doch nicht ernst, Mann. Ich wollte dir direkt erklären, wie du es machen kannst. Wo ist Sprint? Ey, Klinger. Ey, Mann! Oh, jetzt krass. Abo hat die ganzen Sachen, Bruder. Ganz oben? Ja, mit Bogen bist du 10 mal besser. Du hast gegen meinen 8-jährigen Sohn verloren. Sei ruhig. Was? Was? Kein Rederecht mehr. Was? Ja, ja, Ruat, genau richtig. Dein Partner braucht kein Essen, Bruder. Ich lebe von Luft und Liebe. Werde ich gerade gejumpt? Wir brauchen Eisen. Na, oben in der Kiste. Hat nicht geklappt. Linksklick. Ja. Warum geht's nicht? Das ist auch so nervig, dieses. Aber ich habe echt gegen 8 Degen verloren. Also. Ah, jetzt läufst du, Kato. Nee, ist nicht besser. Wie was brauchst du? Abu. Bewaffnet mit einem weiteren Panda. Ich würde gerne R haben. Ich will mit Bogen mal einen Fight machen, Jungs. Ne, Edi, du musst den Button die ganze Zeit gedrückt haben. Ich habe das auf Control links unten ganz. Oder wie du, wie du in zum Beispiel auch in Warzone oder so sprintest. Ich hab Bogen, zwei Stück. Ruat, wegen den Pandas. Ja? Welchen Panda willst du behalten? Ich weiß nicht. Stark, der war gut bei mir, der. Weil ich werde später alle umbringen, bis auf den braunen. Hol deine Sachen wieder. Wie, warum? Ja, gib mir einen Bogen nur, ich hab nichts anderes. Einen Bogen und Pfeil. Ich will auch einen Braun. Wie, die Weißen sind nichts wert, oder was? Die sind nicht so selten. Oh! Schlechtes Aim. Ja, komm, wir machen. Ich schwör's, es wird uns Spaß machen. Ich mach meine Kaktusfarm. Warte mal, mit Bogen 1 gegen 1. Ja, ja, komm, Breitenberg, wir machen mit Bogen. Eine Frage: Ist Headshot mit Bogen besser? Also macht's mehr Damage? Nein. Macht es mehr Damage? Aber umso mehr du aufziehst, also wenn der Bogen. Hör mal auf, ey! Ist es mehr Damage. Macht es mehr Damage? Mehr Damage. Ja, wenn der Bogen ganz auf. Abo, wenn der Bogen ganz aufgespannt ist, macht er meistens. Wie macht ihr jetzt Bogenfight? Ja, fliegt er ja nicht richtig. Meine Farm ja, das auch. Ich würde auch gerne Bogen fighten. Ich hab noch ein Herz, Fabo, Kato. Lerse. Mach also nicht mehr Damage. Komm her, Breitenberg, komm her, wir machen. Bruder, ich hab keine Eisenrüstung, kein gar nichts. Ich geb dir, komm doch her, Bruder. Ja, gib Essen, gib Eisenrüstung, gib alles. Okay, fightet ihr jetzt? Ja, ja. Komm her, was hast du alles? Hier. Ich geh weiter zu meinem Werk. Ich brauch nur noch Bogen. Ich hab den Bogen gedroppt. Ja, okay, reicht. Ja, okay. Gut, ess was. Also benutzen nur Bogen und Essen, ne? Mehr nicht. Nur Bogen und Essen. Nee, ja, genau. Ja, Essen. Mal alle da lassen. Geh auf maximale Distanz, dann ist richtig geil. Okay, bist du ready? Warte. Zeig her. Ich hab keinen Helm. Ja, warte. Ich hab hier. Rohr, sei ehrlich, bitte, was sagst du, wer gewinnt? Du. Das Bogenkampf. Nur Bogen. Ja, du auch. Das ist komplett scheiße. Nee, mit Bogen? Ja, du warte. Bist mit allen scheiße, Digga. Du bist seit 3 Stunden hier, hast nichts gelernt. Komm mal, fick mich doch noch mehr in den Arsch, Digga. Willst du noch was? Okay, bist du ready? Sag Bescheid. 3, 2, 1, go.
Ja, ja. Meter machen. Oh mein Gott, meine ganzen Sachen sind da. Mein Sand und mein Stein und so. Oh, ich habe alles vergessen. Ohne Essen! Wieso ohne Essen? Ach so, haben wir ja mit. Digga, was habt ihr für eine Maus-Sensi, Digga, dass ihr euren ganzen... Ja! Ach, du Scheiße. Krank, Digga. Hast du gesehen, wie oft ich gegessen habe? Was sagst du? Ich brauch Stein. Ich hab nicht mal gegessen, Chat. Lass wir mal machen, Breitenberg. Okay, komm. Gib mir mal den Bogen, Abo. Ja, hier, komm. Und die Pfeile? Ich brauch Stein. Warte, hier, ich geb dir Essen. Ein Pfeil, du wärst tot. Du hast nicht gesagt, wie viel du hast. Gib mal die Pfeile. Hier, hier. Ich brauch auch Pfeile. Ich hab keine mehr. Hast du Rüstung gerade oder brauchst du? Ich hab. Okay, komm, Breitenberg. Warte, gib mir Pfeile, ich hab nicht genug. Hier, komm her. Wo bist du? Also ich hab 40 Pfeile, das reicht. Ja, Bruder, ich hab 35, komm. Du musst noch warten, ich hab wenig Leben. Wir fangen ganz außen an, dass du Bescheid weißt. Wollen wir ohne Essen machen, du und ich? Ja, man braucht eigentlich gar nicht essen, man braucht gar nicht essen. Was sagst du? Man braucht eigentlich gar nicht essen. Okay, komm. Okay, bist du ready? Okay. 3, 2, 1, go. Digga, der steht ja die ganze Zeit nur, der bewegt sich nicht mal. Ja, wenn das klappt. Ja, wer kann die ganze Zeit schießen und du nicht? Ja. Ich hab schon dreimal gehittet, Breitenberg, du nicht. Hier sind halt keine Hindernisse, deswegen ist es echt hier ein bisschen blöd für Bogen. Sag ich. Achso, er will, dass ich keine Pfeile mehr hab. Wie viel habt ihr denn? Wie viel Leben hat Ro noch? Er muss gleich tot sein. Ah, er sagt 4 Herzen oder 3. Wir müssen eigentlich so für die Arena extra so Equipment fertig machen mit Enchantments und so. So perfektes. Digga, er hebt deine ganzen Pfeile auf. Ja, mit wie vielen Pfeilen spielt ihr? Oh Scheiße, ich hab keine Pfeile mehr. Kann ich das zuschlagen mit Bogen? Ja, mit Bogen kannst du schlagen. Stimmt, ihr habt ja nur gesagt mit... Ja, scheiße, Digga. Das war eine gute Taktik von Rohat, aber muss ich ehrlich sagen. Er hat mich einfach raus... Aber wie oft habe ich gehittet, Rohat? Wie konntest du so viel überleben? Wenn du halt die ganze Zeit nur rumstehst und dann dings und ich mich schon bewegt habe, dann hittest du halt die ganze Zeit. Bis ich den Bogen gezogen habe, kannst du wieder hitten. Nein. Wo kann ich denn meine Sachen reintun? Willst du fighten? Ender-Chest. Ja. Hier sind Sachen. Kannst du es hier in die Ender-Chest reinpacken? Ey, das sind meine Sachen. Ja, wir klauen hier eh nicht. Ich brauch Eisen. Meine Ender-Chest ist voll. Warte, ich mach dir eine Kiste im Munde. Man kann nicht zwei Ender-Chesten haben, ne? Das geht ja gar nicht. Nee, aber du kannst später, wenn hat du einen Falterboxen haben, kannst du halt Chat? Da die in die Ender-Chest machen, ne? Dankeschön. Ah, ja, ich voll aufgeladen, Chat. Er hat zweimal, dreimal gegessen. Ja. Aber nicht klauen, bitte, ne? Ja, da ist alles was kaputt. Gibt es einen Kurzbefehl, wo man alles reinschiebt, oder? Nee. Muss ich alles manuell machen. Du kannst Shift drücken und dann nimmst du auf die Sachen. Machst du das direkt so oben rein. Ah. Wie? Brauchst du noch Pfeil oder Bogen? Oder was? Hä? Ja, ich? Wie geht das? Hey Fabo, komm mal her! Jo. Grad ging das. Ist das hier das seltenste? Hä? Nee. Ja, mein Chat sagt nur mit, nimm mit. Hey! Geh mal Korten, Breitenberg! Das hier ist das seltenste. Warte. Gib mal Hälfte. Das ist das, was du drauf hast. Achso, ich hab keine Rüstung. So. Ja, stimmt, ich bin einfach. Irgendjemand, der nicht. Ey, komm, Breitenberg, wir kämpfen. Ich bin absolut dogshit, ich werde verlieren, aber. Einfach fürs Gefühl. So. Ja, komm. Nimm an die, wo ist die Rüstung dafür? Hier, die Kiste hier, Monty. In der Kiste habe ich alle. Willst du mit Bogen oder willst du mit Schwert? Was willst du? Schwert. Okay, komm. Nimm, welcher Zustand die Rüstung ist, ist egal. Nicht rot, glaube ich, oder Chat? Da bin ich gespannt. Ja, solange, ey, solange die bisschen die besser die ist. Oder ein bisschen drunter hat, passt das. Okay, gut. Und ohne Essen, ne? Ja. Oh, ich habe aber noch meine Full-Rüstung noch. Willst du ohne Essen? Das? Ohne Essen, ja. Okay, nur ein Schwert in der Hand und Eisenrüstung. Chat, welcher Tag ist heute? Ja. Digga, jetzt, ey Jungs, da muss ich doch jetzt sterbe ich. Oder Rohat, was soll das denn? Das ist so nervig. Das war Abo. Ja, ja, okay. War ich. Er schießt immer noch.
Wir müssen warten, bis ich wieder Leben habe. Okay, ich hör auf, 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 ich hör auf. Ich sag doch, ich hör auf! Sorry, der letzte war Fettfinger. Ja, Fett ist richtig. Rohard, Rohard, bitte. Hose? Ich verstehe dich nicht, ich verstehe, ich kann's nicht oh, verstehen. Scheiße. Wie kann man so nerven, wie kann man so ein kleines Kind sein? Kato, Bruder, du lachst einfach wie so ein Yeti. Jetzt töte ich dich auch. Juch. Der arme Digga. Jetzt töte ich dich auch. Hart, du lass dir nicht gefallen, oh nein, Digga. Er macht dich wie ein Yeti. Tschüss. Ja, Bruder, einfach. Ey, bitte. Aber auf Lache gehen ist schon hart, muss ich oha. Ehrlich sagen. Oha, oha. Ich habe ein halbes Herzen nur. Gib mir noch mal was zu essen, bitte. Warum hast du. Okay, warte. War ich runtergekommen. Komm her, Kato, was gehst du auf mich? Er hat den Bogen geklaut. Ja, er ist jetzt auf meiner Dauerkill-Liste. Der stirbt die ganze Zeit. Was? Wer denn? Wieso? Wer? Hä, wieso? Abu so okay. Toll, Digga. Ständig mit irgendjemand. Nein, nein, du musst voll. Du hast haben, doch gerade mich jagen wollen. Ey, ich sag dir nur, Fabo, deine ganzen Netherite-Sachen liegen auf dem Boden, oh, Stress. Ne? Hast du voll Essen? Nicht Timeouten. Welcher Cocksucker hat meine Sachen geklaut? Ja, sag welche? Ich doch. Hier, Kato, ich hab sie gerade alle eingesammelt. Kato, du Schwanz, Digga. Her, was ist los? Ich hab die nie gehabt, das war Abu. Du hast sie gerade getötet mit Fick Vater, hab ich doch gesehen. Willst du mich flachsen oder was? Mit Fick Vater. Ja, dann war das bei Abu das. Hä, nein. Du hast sie mit Fick Vater gekillt. Nein, ich wurde. Nein, guck doch in den Chat. Ey, Jungs, ich spreng das ganze scheiß Kolosseum in die Luft. Wenn hier zapp zarab gemacht wird, Digga. Ich werd morgen früh um 10 Uhr, wenn ihr alle noch mit dem Fettsack im Arsch im Bett schläft, werde ich die ganze Scheiße hier sprengen, Digga. Kein zapp zarab hier machen. Abu hat mich mit Fick Vater getötet. Meine Sachen sind hier. Genau hier drin, Monte. Genau in der Hose, wo ich draufstehe. Es ist ehrenlos, im Kolosseum zu klauen, okay? Das ist ein Ort für alle. Bruder, er sagt das Rohat und Kato die ganze Zeit. Ey, Kato, du hast seine scheiß Bogen. Steck's da rein. Jungs, ich möchte jetzt... Das ist mein Bogen, hä? Das ist ein Kampf der Veteranen, Bruder. Wir sind beide 32, 34 Jahre alt. 100 Millionen Prozent, du hast einen Bogen. Kein Zapzarab, Mann, das ist nicht korrekt. Ja, ich feiere die übertrieben. Wie teuer ist die? Baller, hast du einen Bogen gehabt, Monte? Ja, ich habe einen Bogen gehabt, klar. Ja, also... Oder bitte, Abo. Ja. Okay, Breiti. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin absolut schlecht. Das ist das erste Mal, dass du das machst. Karte, guck mal an deinem Inventar. Ja, ich mach entspannt. Guck mal an deinem Inventar. Ich bin auch nicht so gut. Ich hab den, ich hab den. Ich hab den. Zähl runter. Monte, ja. 3, 2, 1, go. Leg den mal hier rein. Ah, warte, ich muss ja sprinten dabei, oder? Du kannst springen, kannst du kritischen machen. Hier, ich hab reingepackt. Ich hatte den. Oh, du bist nicht schlecht? Er nimmt dich, oder was? Er hat gerade bei mir kritischen gemacht. Er fickt dich! Kritischen einfach. Nicht Kritz, einfach kritischen. Digga, er spammt ja nicht mal. Digga, Breitenberg, du bist ja so Arsch. Digga, das ist deine erste Runde. Ich mach dich mal ein bisschen entspannter. Ja, wie, ich mach bisschen entspannter. Ja, hab ich doch. Bruder Breitenberg, ich muss eine Sache sagen, du wirst heute vom ganzen Server in den Arsch gebumst. Digga, ist nicht normal. Komm, ernste Runde. Guck mal, erste Runde. Ich hab grad Fingerschmerzen, einen Augenblick. Wir machen nochmal. Aber ey Jungs, ich muss einmal in meine Kiste jetzt gucken. Da ist alles drin. Ich hab alles gut wieder geholt, alles gut. Dankeschön. Abo, du hast geklaut, sehr ehrlich. Ja, natürlich hab ich geklaut. Abo hat mich mit Fick Vater getötet. Ich hab nie was getötet. Und dann schippt er das auf mich. Was hat das mit F Vater zu tun? Was ist das? Sein Schwert heißt Fick Vater, so hab ich den genannt. Was ist denn Fabo, Digga? Wenn ich PvP nicht gut bin, dann kein Dorftrottel, du. Mein Schwert hieß immer Fick Vater. Andere nennen sein Schwert irgendwie Wolf oder sowas. Welcher? Oder Eisenseite oder keine Ahnung. Okay, Breitenberg, dann mach nochmal eine Runde ernst. Wo fehlt denn dein Kaktus? Digga. Wo ist diese scheiß Leiter jetzt hier? Komm jetzt. Ja, warte. Rohat, ich spreng dein Haus. Was? Es ist Sprengverbot. Bruder. Bist du bereit? Okay. Leben voll? Warte. Ich nehme mich davon. Ja, ich bin... Ja, ich warte die ganze Zeit. Okay, los. Mit Hand geschlagen, Leben voll, warum? Essen voll. 3, 2, 1, go. Komm ich da hin, Chat? Wie komm ich da hin? Breitenberg, Bruder. Ich hätte nicht. Bruder, okay, er hat mich gefickt. Alter! Digga, aus! Ey, Digga, Breitenberg, offizieller Dorftrottel.
Ja, offiziell, no, wirklich offiziell. Bro, ich werde dich eine Woche Officer Goofy jetzt nennen, Digga, mit Finger. Respekt, Digga. Officer Goofy. Bro, ein 8-Jähriger hat dich gefickt und ein alter Wichser 35. Du wurdest von jeder Altersschicht heute abgedeckt. Komplett, ich habe gegen jeden verloren. Komm. Und du musst auch wie eine Bitch bei Eli Auto saumann. Holy shit, das ist ein richtiger mieser Dreckstag. Nicht mal, dass der Dorftrottel sein Lambo anfasst. Ich schwör's dir, Monte, während wir in der Höhle waren, war Breitenberg 3 Stunden Yard geübt, alles drum und dran. Er dachte, er wäre Gladiator. Wir kommen hin, er wird geklappt von jedem. Warte mal, hast du gesagt, ich schwör's dir? Bruder, das war's. Kaum ist die Moschee, da hat der Schweinefleisch gegessen, jetzt lügt er. Also, Breitenberg, das war. Also, du hast vorhin den Mund so voll genommen, ja, Bro. Echt? No joke jetzt. Na, also nicht böse gemeint, aber du hast vorhin. Was hat er nochmal vorhin gesagt, ich weiß, Chat? Ich weiß. Ich weiß. Ja. Wenn du Eier hast. Ja, komm. Komm, lass noch einmal. Nein, ich hab mich schon ausgezogen. Best of 3 hat 2-0 gewonnen, Breitenberg. Du hast gar keinen Redebedarf mehr. Ja, ist ja, okay, wirklich okay. Okay, hat gewonnen, Digga. Bruder, ich hab 70 Subs gegen dir Schwanz verloren, ja? Aber das war ein Feind. Ja, ich ändere. Was? Was für reich? Lass uns noch einmal fighten, bitte. Kann sein, du bist der reiche Mann. Nee. Auf was soll ich Puff machen? Auf was? Auf 90. Puff, es gibt so einen Puff, so eine Einstellung. POV meinst du? Ja, POV, genau das meine ich ja. Abu Trimax will eure Häuser zerstören. Die Fam, die ihr vorhin gefunden habt, dazu seine Base ist auch da. Digga, das muss er uns mal erklären, dass wir in diese Höhle nicht durften. Welche Höhle? Wir waren in irgendeine Höhle unter Trimax seine Base und wir haben da, also wirklich eine Höhle. Ich hätte noch 50 Subs, original 50 Subs, dann haben wir es. Crazy. Max, wie kann dir eine scheiß Höhle gehören? Gut, auch mal die Höhle beanspruchen. Wir haben da einfach 5 Stacks Diamanten rausgeholt. Loslassen. Und jetzt ist er sauer auf euch? Anscheinend schon, also keine Ahnung, was die da haben. Ey! Irgendjemand hat meine Pfeile geklaut. Ich will jetzt hier meine Pfeile haben. Du brauchst nur einen einzigen Pfeil, Monte. Ja, egal, ein Pfeil dann. Ich hab auch nicht, ich brauch auch Pfeil. Ich kann dir Pfeile von mir geben. Dankeschön. Hast du noch Pfeile bei Bert? Bert? Oh, sorry, mein Pfeil. Ja, hab ich, aber nicht für dich. Nee, alles gut. Also ich sag so, ne? Ich gegen dich hab ich gar keine Chance, aber. Wegen der Höhle. Ich sag ehrlich, woher soll man wissen, dass es Breitenberg seine Farm ist oder seine Höhle oder whatever? Woher willst du das wissen, Digga? Das geht gar nicht. Wir sind da eine halbe Stunde von links und rechts gegangen. Also, das kann ja nicht sein, dass man einen Anspruch darauf mäßig hat. Also. Trimax ist das sehr, 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 sehr penibel. Nein, aber das ergibt keinen Sinn. Du kannst nicht einfach 10.000 Blöcke beanspruchen. Ja. Man kann keine Höhle beanspruchen. Da bin ich auch gegen. Nee, wer zuerst kommt, mal zuerst so. Also, das finde ich auch nicht in Ordnung. Sollte das, dann müssten wir konsequent als Server gegen Trimax vorgehen. Yes! Das bedroht uns ja wirklich alle. Also ich verstehe das, wenn er sagt, ey, meine Kisten, an meine Kaktusfarm, da wird nicht rangegangen, respektiert die, kein Problem, ist für mich cool. Aber zu sagen prinzipiell, yo, ich habe da ein Bett hingeplaced und da unter die Höhle, wo gehört mir komplett, da dürft ihr nicht hingehen, ansonsten fick ich euch, das geht nicht. Bruder, wir waren viel zu viel unterwegs da, du kannst nicht sagen, er wusste niemals, wo das da irgendwie ist. Ey, Fabo, kannst du kurz eine Gruppe? Jo, er meint das denn? Nicht. Ja. Fabo. Ja, jo. Ich will für solche Vorfälle eine NATO gründen. Das wollte Mert auch schon machen. Ich, Kato und du sind die NATO. Du meinst, wenn jetzt Max zum Beispiel sprengt, obwohl Verbot ist, oder was? Ja. Oder wenn generell jemand sprengt, dann? Ja. Nee, erstmal die bei dem Verbot. Ja. Dafür gibt es die NATO. Wir wollten das eh machen, aber erst nachdem das Gericht fertig ist quasi. Checkst du? Oder mit dem Gericht, wenn man das eröffnet quasi, das gründen. Ja, aber es geht ja jetzt diese 48-Stunden-Regel, weißt du, wie ich meine? Ja. Was ist? Aber ich bin nicht da die nächsten 48 Stunden tatsächlich. Was meinst du? Und wir gründen eine NATO. Wir drei? Die stärksten Server? Ja. Wir gründen eine NATO. Was heißt das? Digga, bist du scheiße oder weißt, was? Ich weiß, was eine NATO ist, aber was machen wir denn gleich? Also, was ist unser.
No, nee, wenn Job. Jemand sprengt, obwohl es eine Regel gibt, dass man nicht sprengen darf, dann packen wir den. Packen den? Wir packen den. Okay, wir ziehen ihm die Ohren lang und so. Ja, okay, bin ich dabei. Ja, bitte, was wolltest du? Er kann eh nichts anderes sagen. Soll er nein sagen? Also okay. Wenn Trimax sprengt, dann können wir uns den Arsch packen die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, Bruder, das Problem ist, wenn Trimax aber sprengt, dann sagt und wir den die ganze Zeit dann killen, sodass er nicht sprengen kann, dann sagt er halt irgendwann, dass er um 5 Uhr morgens online kommt und dann sprengt er uns weg. Mein Schlafrhythmus ist eh kaputt. Wir müssen das so organisieren, dass von der NATO immer einer online ist. Na, Bruder, wahrscheinlich, Digga. Wir müssen unser Schlafrhythmus so balancen, dass immer jemand auf dem Server ist. Er ist. Na, okay. Monte würde ich schon mal auf die Staatsfeindliste ganz oben hinpacken, weil der hat Staatsfeind Nummer 1. Der will die Moschee springen, das geht gar nicht. Das ist gestört. Okay, warte, lass in die andere Gruppe. Hä? Yes. Aber was ist denn mit diesem jetzt? Was ist aus dem 24-Stunden-Mann geworden, wenn man sprengt? Ja, das, eben deswegen gründen wir das ja gerade. Yeah. Also das, der Bann ist aufgehoben, dafür packt die NATO dann seinen Arsch, wenn du das sprengst. Nein, man darf halt immer noch nicht. Okay. Okay. Also es geht nur darum, falls jemand, ne? Halt. Abu ist der allerschlimmste von allen. So, Jungs. Wir haben jetzt eine NATO. Wir haben eine NATO. Das heißt, ja, wenn. Was heißt das? Wenn Trimax in diesen 48 sprengt, wo nicht gesprengt werden darf, gibt's die NATO. Was ist das? Kato, ich und Fabo sind die NATO. Ich bin ja, das doch. Linke Eirohr, das rechte und Kato der BBC. Ja, aber ihr müsst auch, da muss man Eli zustimmen, Trimax würde niemals bei Abo in den Chat so reinschreiben. Nein. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Abo ist der Schlimmste von allen. Hat Trimax in was? Was hat er gemacht? Nein. Das war einfach nur Salz in die Wunde streuen. Abu ist einfach verwirrt. Was geht denn hier? Alter, hab ich grad. Ne, Abu? Ja, bitte, was noch? Was sagst du? Ja, oder? Hat Trimax bei dir gerade reingeschrieben, oder was? Gerade nicht, nein. Achso, nee. Hast du doch aber gerade gesagt. Eben? Ja, vorhin so. Vorhin? Na, jetzt nicht mehr? Ah, warte. Was hat er also ich sag dir, Trimax hat original nicht eine Nachricht jemals in meinen Chat geschrieben. Ich weiß, ja. Wow. Aber, ich hab den WhatsApp-Verlauf. Warte mal ganz kurz. Hat er bei WhatsApp geschrieben? Leute, weiß jemand, wie man WhatsApp-Verlauf faked? Weiß jemand, wie man WhatsApp-Verlauf faked? So schlecht. Das ist scheiße. Das ist doch kacke, ne? Ich hab fast meine Schaufel abgefuckt. Nein, er hat gar nicht geschrieben. Isa, wo bist du? Bei dir in der Crib? Auf dem Weg zu zu den Dorfsklaven. Junge. Eine Frage, wer hat hier, ich habe jetzt einfach ein Diamantschwert, ein Diamantaxt, Diamantschaufel, wen gehört das? Ich hab's einfach bei mir gehört, das sind meine Sachen. Ja, komm her, kannst du wieder haben, ich brauch das nicht. Ja, wo bist du? Ey, wir sind Verbündete. Stimmt. Kolosseum. Können wir schlafen? Isa, zeig mir mal die Panda. Ja, Moment. Warte, ich nehme mal das. Schlägst du mich? Ich war das nicht, Roat war das. Was? Willst du ein Panda? Der Kato BBC. Nee, du hast doch meine Sachen, aber dann kann ich los. Ja. Okay. Können wir schlafen? Ja, wenn ihr euch hinlegt. So, ich zieh durch. Kannst du behalten. Echt jetzt? Ciao. Ich zock noch ein paar Runden. Also wer Lust hat, kann mitkommen, also kann mitzocken, aber ich zock noch ein paar Runden Mario Kart auf entspannt. Mario Kart jetzt? Oder woher diese Kraft, Digga? Ich zock momentan jeden Tag gefühlt 2 Stunden Mario Kart. Ich weiß auch nicht. Momentan habe ich einfach wieder Bock. Lass doch lieber Monopoly anstatt Mario. Nee, habe ich nicht installiert. Schere. Gut, alles klar. Wir hören uns Sonntag. Morgen bin ich nicht live, denke ich, wegen Bundesliga und so. Tschüssi. Lasst euch gut gehen. Küsschen. Ciao. Ciao. Isa. Ja? Wo sind die Panther? Ja? Ja, warte. Ich zeig sie gleich alles. Ich will meinen Panda sehen. Mensch, hat jetzt die ganze Zeit auf dich gewartet. Wie lange du weg warst. Ja, mein Panda. Ich glaube, ich crafte gerade einen auf. Wie heißt der? Was machst du gerade, Eli? Wie heißt der? Der Panda. Pandas haben bestimmt noch keine Namen. Ich geh farm, ich will Haus bauen. Ey Leute, ich bin auf jeden Fall auch erstmal offline. Ich wünsche euch noch viel Spaß, hat richtig Spaß gemacht heute. Und, was machst du jetzt alle? Ich geh ein bisschen chillen. Ich geh mit dem Bres Film gucken. Welchen was Film? Ist die. Wir gucken Waterworld und so noch weiter. Oh. Viel Spaß. Läuft bei dir. Dankeschön. Bis dann. Ja. Oh ja. Hau rein, Abo. Haut rein.
Was ist die beste Axt, die man haben kann? Schärfe, Haltbarkeit, Effizienz und Mending. Mending. Und Mending. Schärfe, Haltbarkeit, Effizienz und Mending, Isa. Was ist denn Mending? Kann das mal in der Kurz Reparatur. Ja, wir haben hier kein Geld für. Ja, irgendwie hat mein Holz geklaut. 2 Stacks. Wie soll ich. Wo ist mein Panda? Danke. Mein Panda. Und Glück oder Behutsamkeit? Ich will meinen Panda. Mein Panda. Ja. Die goldenen Karotten waren für alle, Chat. Habe ich extra für Kolossium gemacht. Breitenberg, baust du eigentlich ein Haus wieder? Erst nach dem Trimax fertig. Okay, jetzt wird's hier richtig idyllisch, Chat. Jetzt wird's hier richtig idyllisch. Isa, Panda! Moment. Junge. Was baust du da? Ein Dings da, das schickt niemand. Ein Zaun. Brauchen wir noch was fürs Kolossium oder war's das? Jetzt. Musst du Fabo fragen? Wer? Ich finde nur noch irgendwie drumherum oder so, was sagen soll. Ich finde eine Brücke wäre geil, also eine gute. Nicht die von Mert. Irgendeine Francis-Brücke wollte Mert bauen. Mert ist echt kacke. Hast du die gesehen? Die sieht beschissen aus. Cobblestone. Ja. Kommt niemand rein. Hier wird Panda. Keiner reinkommen. Hier können die reinkommen. Istanbul. Okay, bauen. Jetzt. Wo bist du? Bei dir. Dort? Da bin ich von Schatten. Ich bin bei dir. Die Öfen? Aber ich mag die Öfen. Ja, das passt erstmal. Das passt erstmal so. Tschüss an. Ich komme nicht kurz raus. Mir Eisen ab, weil ich das gerade brauche. Ehrlich, diese Eisenfarm ist einfach so wichtig und essentiell. Hey. Isa, was brauche ich für Quarz tauschen? Ben? Emeralds. Okay, let's go. Eisen dann. Zu laut, ich mach mal leiser. Okay, let's go! Ist so? Okay. Was ist eine Lohenroute? Eine Lohenroute ist eine Lohenroute. Damit siehst du die Route von der Grand Line. Hm? Heute ist sehr wichtig. Bist du One Piece aktuell, Rod? Na. Ich komm nicht dazu, Bro. Ja, ich auch nicht. Hier los. Aber wie weit bist du bei One Piece? Komm mit. Ist das eine Kaktusfarm? Guten Morgen, der Bursch. Lass du direkt nochmal Babys machen. Kommst du? Wo bist du? Hier. Bitte schnell rein, schnell raus. Komm. Ja, Panda! Ja, so eine Naschi-Tüte. Ja, Panda! Guck mal, wir haben hier ein krankes Baby. Und wir haben hier, deswegen niesen die auch. Machen jetzt gerade eure Pandas Liebe? Ja, die machen Fantasie! Die machen Fantasie! Oh, wir haben noch ein krankes Baby. Sehr gut. Aber wir brauchen eigentlich ein braunes. Eins von 32 Paarungen sollte ein braunes sein. Und bis wir das braune haben, schlachte ich einfach den Rest ab. Alter, eins von wie viel? Sehr schön. 32 Paarungen. Das ist jetzt irgendwie die achte. Komm raus. Sehr schön. Würde ich auch. Die kleinen Babys können raus. Aber warum schlachtest du Panda-Babys ab? Ja, wa? Weil sie mir nicht die Farbe geben wollen, die ich haben will. Alter, brutal. Das ist Minecraft-Logik. Waren wir wieder. Der Baby ist selten irgendwie 1%, for real?
Ich glaube, wenn du die parst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn du, also wenn du den so finden willst in freier Natur, 5% Wahrscheinlichkeit, soweit ich weiß. 5%. Aha. Right, Chat? Nicht töten, Isa, was soll ich sonst machen? Wenn die hier frei rumlaufen, ist ein bisschen weird. Wer Eisenfahren geklaut hat, ist kein Clown-Chat, die sind alle. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Ja. Eisenfahren komplett leer. Macht Fantasie, gekriegt. Panda. Und gib ein braunes. Wann hast du mein letztes, das letzte Mal mein Haus gesehen? What? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich finde wirklich, also ich sag dir ehrlich, Isa. Ja? Ich fand das alte viel, viel schöner. Hoi. Ich mach Spaß. Ich mach wirklich Spaß. Es war extra. Weil ich wusste, wie du reagierst. Aber, Ja, so nee. Wie mit meinem Alter. Verpiss dich! Aber ich find's gut. Ernst, ich find's cool. Ist sehr cool. Eine Goldspitzhacke wird das denn. Isa, komm mal rein. Wohin? In deine Crab. Crab einfach. Weiß nicht, ob ich da jetzt rein will. Nee, es war ernst ein Joke. Warte. Komm mal her. Kann das hier so meine Crib für so ein, zwei Tage sein? Ja, klar. Echt? Ja. Okay, danke. Ich glaube, ich mache ein Gästezimmer einfach. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn ich einfach ein Gästezimmer mache. Aber du kannst... Musst dich unter der Treppe sein. Harry Style. Harry! Bin ich gerade am Upcraften. Wo baust du deine Farm, Jello? In der Nähe von der Eisenfarm. Guck sie mal an, was ich da gemacht habe und gib deine ehrliche Meinung, was ich hier schon seit 6 Stunden mache, fürs Dorf. 6 Stunden mit einem Traum. Das macht mir aber voll Spaß, sowas. So, da kann ich richtig grinden. Grinden. Fühlst du aber voll. Grinden ist crazy. Das ist nicht das Letzte, was ich mache. Vielleicht mache ich noch eine Bambusfarm. Für meinen Panda. Gibt eine Bambusfarm auch XP? Weiß ich nicht. Krass, Alter, du bist hier richtig am Upcraften, Alter. Siehst du das? Ja, aber Trimax, deine Farm ist hübscher. Ich bin engagierter. Meine wird höher. Verstehst du das? Das ist schon echt undankbar, muss ich ehrlich sagen. Ja, war, dass undankbar. Du das sagst, Bruder. Ich bin den ganzen scheiß Tag für euch dabei, hier, dass ihr dann nachher euren XP habt. Und das ist das, was ich mir anhöre. Nein, aber ich find's krass, dass du das packst. Ich hätte gedacht, du packst es nicht. Ja, ich brauche nur einen kurzen Crashkurs und dann ist fertig. Ich finde, die Farm sieht super aus, Bruder. Danke, Bro. Ich schlafe. Der will sich nur saven, Digga, weil er nicht darf. Ich schlafe. Junior, Liebe. Schlaft ihr? Ah, sehr gut. Kein B. Ja, genau so muss es ablaufen. Jeder hat sein scheiß Bett mit und dann gehen wir kurz pennen. Hat jemand mein Effizienz 5 Buch geholt? Isa, ich habe ein Geschenk für dich. Hm? Hast du mein Buch zufällig geholt? Max, das hat auch 4, glaube ich. Max geht auch 4 nach oben. Ich kann mir die gleich mal angucken. Ja, ich habe gesehen, Bitcoin, arme Mann. Ja, was ist mit Bitcoin? Was passiert? Bruder, die letzten Tage sind wild. Ich dachte, es soll übertrieben hochgehen.
Ist auch wie viel ist Bitcoin jetzt? 38. Er ist wieder gedroppt, warum denn? Es ist immer so, Digga. Zwei, drei Tage und in zwei Tagen ist wieder bei, keine Ahnung, 42, 44. Ich glaube, nein, ich glaube, wegen ETF ist das, Bruder. Habt ihr nicht dann steigt ETF? Es. Auch. BlackRock hat sogar seinen eigenen ETF rausgebracht. Ey, oh. Merde.